Bitte, wer war das nicht? Das höre ich nämlich nicht hier. Das Aufzeigen, wer war das? Sagen, was man will, aber arbeitslos hat es damals keine gegeben. Wir haben alle in Auschwitz und der Stalingrad ihre Arbeit gehabt. Auf der Bahn hat er aufgebaut. Jetzt reicht es mir überhaupt mit euch. Dieses Gewinkel geht mir schon auf den Nerven. Bitte. Burschen, spült's. Bloß mal her an den Marsch. Oh,
anständigen Applaus erhält. Grüß Gott! Wir richten uns hier mit einer Bitte an Sie. Hören Sie auf zu murren und lassen Sie uns endlich ordentlich regieren. Das hört ja kein Politiker aus. Diese dauernde Quengelei. Bitte, lassen Sie sich nicht aufhetzen. Wir brauchen uns vor der Welt nicht zu genieren. Wir sind ein Land mit den höchsten Bergen, den besten Weinen, den modernsten Luftraumüberwachungsgeräten. Unsere Universitäten sind auf dem letzten Stand. So wie unsere Rüstungsindustrie. Wir haben eine Präsidentin, die die Welt vertraut und die beste Koalition, die es je in diesem Land gegeben hat. Ja, Freundschaft! Und wir haben die höchste Selbstmordrate. Ja, so soll es bleiben auf jeden Fall. Ich weiß, es gibt üble Missstände in den überfüllten Universitäten. Und es gibt aber viele ehrliche Büffler unter den Studenten. Aber die sitzen, wie mein Kollege schon gesagt hat, bitte heute zu Hause und lernen fürs nächste Kolloquium und tun hier nicht für allein und quengeln. Ja. Doch auch euch, die ihr arm und irrgeleitet seid, können wir mit einer guten Nachricht erfreuen. Die Fürst ist seit heute aus den roten Zahlen. Sie wurde nämlich zu einem Ein-Mann-Betrieb umstrukturiert. Der Herr Direktor Lewinsky hat die gesamte Belegschaft entlassen und hat endlich das erste intelligente Produkt der Peter Fürst selbst entworfen und auch selbst gebastelt. Die rosarote Brille. Mit dieser Brille sehen Sie alles rosarot und positiv. Wir können schon heute sagen, sie wird in vielen Bereichen ihre Anwendung finden. Ja, sehen Sie, ein Bereich ist zum Beispiel die Arbeitslosigkeit. Nehmen wir an, Sie sind arbeitslos. Bitte gehen Sie nicht zum Arbeitsamt. Nein, kaufen Sie bitte eine rosa Brille. Und Sie werden sehen, Sie genießen Ihre neu gewonnene Freizeit. Zu einem geringen Aufpreis ist diese Brille auch mit Scheuklappen lieferbar. Mit diesem Modell genießen Sie sogar unser Fernsehprogramm. Naja, aber Gott, leider gibt es noch immer Leute, die... Oh, eine Fußballerwadel! Die Bomben fressen Lachs und Hummer und bleibt nur die Kommandummer! Aber nein. Lassen Sie ihn doch seinen Unmut artikulieren, lassen Sie ihn doch. Lieber Kollege, bevor Sie hier herumschreien, sollten Sie lieber das Modell der rosaroten Brille probieren. Kauf bitte noch 50 Drachen, bitte noch 3 extra Pensionen für die Minister. Privatisiert die Post und die Schule und die Uni und alles. Thank you.
Thank you.
Yeah!